Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal Caledonia Celtic Racing und auf dem nächsten Trackstop, der Trackstop Nummer 5. Haben wir jetzt richtig, Benny? 5, ja. Dein ja, Part. Genau. Herzlich willkommen zurück hier. Frohe Ostern. Frohe Ostern an diesem Karfreitag, Ostersamstag, Ostersonntag, wann auch immer dieses Video nachher am Ende rauskommen wird. Ich habe keine Ahnung. Das Niveau sinkt hier sowieso schon heute. Die IQ ist auch nicht mehr viel über. Und... Wir fahren jetzt unsere zweite Tour hier von Oslo. Ich sag den anderen Namen nicht mehr. Kannst du mich Kappelskär? Von Oslo nach Bergen. Und nehmen uns einfach. Und schon ist die Kontenance beim Teufel. Und fahren jetzt hier und machen einfach mal. Jetzt, heute mal völlig planlos. Wir gucken erstmal, weil da kommt nämlich jetzt ein Thema, das mich brennend interessiert, weil die zwei Herrschaften, die wir uns hier noch eingeladen haben, die zum zweiten Mal dabei sind. Oder immer noch nicht dabei, immer noch ja. Da sind. Die zwei kennen sich schon von vor, wann war das? Nee, Somme war es nicht mehr, Verdun ist auch schon zu früh. Wie ja, ich glaube, es war irgendwie, als Alexander der Große versucht hat, Afghanistan einzunehmen. Genau. Ich möchte immer gucken, bevor wir anfangen, ich möchte feststellen, es floss noch kein Alkohol. Nee. Oder wir anderweitig sind getrunken, wir sind komplett clean. Wir ja, sind so. Genau. Ja, wir sind so, genau. Ich denke, das ist das Beängstigende an diesem Post, an diesem Podcast. Wir sind so. Ja, und das ändert man auch nicht mehr. So. Das nennt sich authentisch und real. Real, der, genau, der ist real, lass den laufen. Real, hier so. Real und so, Gangsheet. So, lass uns mal einen Anfang finden. Erzählt mal, wie habt ihr euch kennengelernt? Ich bin nämlich vor 6 Monaten, kam irgendwie so, ach ja, den Wolfgang Schmidt kennen wir ja auch und sowas. Wie habt ihr beide, das klingt wie bei Kai Pflaum und dem Herzblatt. Wo habt ihr euch kennengelernt? Wie habt ihr beide zueinander gefunden? Naja, bei der Virtual Racing, würde ich jetzt sagen, bei Virtual Racing. Damals VRTCC. Wann waren das ungefähr? So jahrmäßig beziffert. 2007? Ja. So. Das ist nicht schlecht. Also quasi, wo das aktuelle Simracing so noch überhaupt nicht großartig denkbar war oder in den Kinderschuhen irgendwo gesteckt hat. Also, meiner Meinung nach sind diejenigen, die, also ich meine, wir sprechen ja immer über iRacing-Götter aktuell hier in Max Wienicke und KKG. Die sind auch sackschnell, gar keine Frage, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Aber, ich weiß nicht, wie Wolfgang das sieht, aber für mich persönlich, wenn einer den Sim-Racing-Bereich in Deutschland wirklich nach vorne gepusht hat, dann ist das auch die Virtual Racing e.V. mit hier Max Schirac, René Beitz. Das sind diejenigen, die über Jahrzehnte leidenschaftlich für nichts, ja, ohne irgendeinen kommerziellen Hintergrund Sim-Racing nach vorne gepusht haben. Und ja, also das sind tatsächlich die Macher in Deutschland. Also das ist schon arg interessant, weil sie, wie gesagt, was mir was sagt, ist die helf mir auf die Sprünge, wie hat sie früher geheißen bei Richard Burns Rallye, VDRM? Genau. Also die habe ich, mit der habe ich mal angefangen, wie gesagt, also Simracing habe ich zum ersten Mal begonnen, als ich mein Lenkrad gekauft habe, 2015. Ist auch schon wieder 6 Jahre her. Ja. Und da ging es auch los, eben, ich habe es mir eigentlich gekauft, gerade wegen Richard Burns Rallye. Und jetzt wird dann der Carsten gleich dann voll auf einsteigen. Da können wir uns nämlich gleich jetzt, ich gebe dir gleich einen Anstoß, warte. Auf jeden Fall, gekauft habe ich mir das Lenkrad eigentlich wegen Richard Burns Rallye. Und habe das dann auch angefangen und wollte dann auch irgendwie, dieser Wettbewerbsgedanke war sofort da, also ich wollte sofort Liga fahren, dann gab es eben CVDRM. Aber ich war so untauglich. Auf einem so hohen Niveau untauglich, dass ich dann irgendwann für mich gesagt habe, nee, komm, ich steige lieber auf die Arcadia ein, ein bisschen mehr Arcadia, also so ein bisschen Dirt Rally, das erste Dirt Rally. Ja. Das zweite. Beim ersten fand ich auch ganz gut. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich in einem Beta, beim Beta-Tester war, was ich ganz cool fand. Und
habe dann eben dort Rallye angefangen und mit WRC und sowas. Aber für dieses Richard Burns Rallye, ich habe es seitdem auch tatsächlich nie wieder versucht. Also ich würde jetzt habe ich das, ich sag mal, Equipment und das Know-how, um anders an die Sache ranzugehen. Ich muss ihm vielleicht nochmal eine Chance geben, sage ich mal so. Ja, bei mir aber die CD auch noch irgendwo rumlegen, weil ich weiß, ich hatte das damals auch. Bei mir, das war rein auf Controller basiert und trotzdem aber nicht langsam. Um Gottes Willen. Das kommt ja direkt nach Tastatur, ey. Ja. Boah, bitte. Ja. Also mit dem Lenkrad habe ich es probiert. Ein Lenkrad hatte ich damals schon, aber das habe ich absolut nicht auf die Kette gebracht. Also da war keine Chance. Ja, Lenkrad hatte ich damals auch. Das hat man meinem Trainingsplan so ungelogenen 7-8 Stunden jeden Tag, 7 Tage die Woche ungefähr, 2,5 bis 3 Monate gehalten. Und das musste Thorsten Göhle damals, mein Teamchef, der musste mir ein neues Lenkrad schicken, weil es war kaputt. Es war einfach kaputt. Dafür war es nicht ausgelegt. Ja, yeah, Mann. Aber dann, Carsten, dann sag mal, warum ist... Also ich frage jetzt nicht für mich, sondern für einen Freund. Warum geht nichts von dem Freund, dessen Arbeitskollege, ne? Richtig, genau. Genau. Dem ist ein Hund. Ja. Und wieso ist Richard Burns Rallye besser als alles andere, was es aktuell noch auf dem Markt gibt? Wir reden von einer Simulation, die 2005, korrigier mich, auf den Markt gekommen ist. Ja, ich glaube 2005. Das ist auch tatsächlich ein Riesenproblem. Ist es meiner bescheidenen Meinung nach, ich habe da keine Ahnung von virtuellen Rallye-Fahren, wie ja jeder weiß, aber das ist für mich persönlich die einzige, also die erste und bislang auch die einzige wirkliche Voll-Rallye-Simulation. Zwar hat man im Laufe der Jahre im WRC-Bereich, also durch die Spiele WRC und auch die Colin McRae Rallye, also jetzt ja Dirt 2.0, ein bisschen angepasst, ist ein bisschen realistischer gemacht, aber das ist nichts im Vergleich zu Richard Burns Rallye. Ja, also das ist halt einfach immer noch die Benchmark schlechthin und alles andere ist, auch wenn ich da jetzt, falls du jetzt irgendwie fahren solltest, bitte nicht persönlich nehmen, aber das ist alles kalter Kaffee. Ja, also wenn wenn du Rallye fahren willst, dann RBR und alles andere ist. Ich bin da voll bei dir. Ich finde aktuell, das was es aktuell gibt, ist Dirt Rallye und WRC. Zwischen den zwei kannst du dich aussuchen aktuell, ja. Und da finde ich die WPs finde ich fast besser bei WRC 9 aktuell. Wobei der Sound von WRC 9 einem die Fußnägel hochrollt. Ja. Davon abgesehen, dass vielleicht bin ich auch zu doof und habe es noch nicht gefunden, WRC 9 mit dem Triple Screen kaum kompatibel ist. Im Gegensatz zum Dirt Rally 2, das einigermaßen funktioniert. Auch nicht perfekt, aber es funktioniert wenigstens ein bisschen besser. Ich glaube, es ist einfach insgesamt, einfach international einfach auch so, dass der Rennsport auch im realen Motorsport im Verhältnis zum realen Rallye-Sport immer populärer ist, weil das einfach auch für die Firmen und für die Fans interessanter ist. Ja, die sitzen auf der Tribüne und dann fahren die da 60, 90 Minuten im Kreis und sehen dann im Best-Case-Szenario 30, 40, 50 Mal das Auto. Ja. Und bei Rallye-Sport stiefelst du 3 Stunden durch den Wald, fällst dabei 3-mal auf die Schnauze, fragst dich 5-mal, warum ich überhaupt nicht losgegangen bin und dann stehst du irgendwo im Wald, natürlich kein Netz, wie immer. Und wenn das erste Auto kommt, bist du einfach glücklich. Genau, ne, und dann kommt ein Auto und dann denkst du dir so, geil, das war's jetzt. So, Also da halte ich mich raus, weil da habe ich nämlich überhaupt kein Verständnis für. Aber für mich gibt es nichts Schöneres, als meine Kumpanen, mit denen ich auf der Rallye war, zum Beispiel gerade Rallye Deutschland, morgens um 4, zur Pflicht ist erste WP, ist immer Pflicht. Und wenn der Samstag um 7.30 Uhr startet und du noch anderthalb Stunden rausfahren musst, plus du eine Stunde vorm ersten Auto da sein willst, dann wird halt in Gottes Namen um 4:30 aufgestanden. Ja, klar. So, da machen wir auch nicht rum. So. Aber also, wie gesagt, für mich gibt es das müssen wir nicht ausdiskutieren. Nee, alles aber, gut. Ich bin da voll und ganz bei dir. Ich stehe auch im Regen bei einer Rallye. Also, mir ist das egal. Weil du gerade eben gesagt hast, du kennst dich ja nicht aus dem virtuellen Rallye-Sport und alles Mögliche. Da darf ich nochmal schön dran erinnern, weil ich weiß jetzt, dass das gelogen ist. Ja? Der Markus weiß auch, dass das gelogen ist. Wir Anwesenden wissen, dass das gelogen ist, aber den einen oder anderen Zuschauer kannst du damit vielleicht noch überrumpeln. Du hast uns ein Video geschickt von einem Weltrekord? Ja, einer von einigen Weltrekorden.
das ist der einer von einigen, da geht schon los. Ein Weltrekord bei Richard Burns Rally auf einer WP, ja, gefahren auf einem 14 Zoll Röhrenbildschirm, vielleicht auch schon 17 Zoll, ich weiß nicht. Nee, das war schon 17 Zoll. 17 Zoll Röhren. Ja. 17 Zoll Röhren. Ja, wow. Ja. Im Socken, 30 Kilo schwer, aber für 19 Zoll hatte ich keine Kohle. Ja, wenn er den angeschaltet hat, ist im Nachbarhaus Licht ausgegangen. Aber also von dem her nicht bewandert in Simracing und so Zeug. Ich denke mal, wenn man da mal nachgoogelt und alles mögliche, nach-YouTubed, ja, da wird man schon das ein oder andere Video. Vor allem das Geile ist ja noch, das ist ja sogar noch zusätzlich aus dem Beginnen von YouTube, aus den Anfängen von YouTube. Ja. Ist es ja sogar noch, ja? Also. Ja, das war damals tatsächlich eine ziemlich geile Zeit. Ja. Also. Das ist mein ältestes YouTube-Video, das ich je hochgeladen habe, ist jetzt 11 Jahre alt. Ja. Also. Das glaube ich. Wisst ihr, da bin ich quasi auch ein absoluter Neuling. Ich habe jetzt erst vor mit dem Kanal mit angefangen. Quasi ein Spätzünder. Ja, du bist spät. Und ich bleibe auch dabei. Ihr habt das ja in der letzten Folge so ein bisschen Das ist auch, das Konzept ist geil. Ja? Da bleibe ich absolut. Das Konzept ist geil. Da bin ich auch der Meinung. Ich finde die Energie nicht, da noch mehr reinzustecken, um da mehr draus zu machen. Ich weiß es nicht ganz genau. Doch, natürlich, klar. Ja? Doch, natürlich, klar. Jetzt sind wir aber ein klein bisschen schon wieder abgeschweift. Ja, so, von dem Rallye. Da jetzt an Wolfgang. Du warst dann auch quasi da in dem Rallye, in dem VDRM mit unterwegs oder auch in dem Richard Burns Rallye? Nee. Oder? Richard Burns Rallye, ja, VDRM. Da war ich schon anderweitig unterwegs dann. Wollte gerade sagen, aber es hat trotzdem irgendwie funktioniert, dass ihr euch quasi da schon irgendwie über den Weg gelaufen seid. Oder über den Weg gefahren, oder wie man das nennen will. Über den Weg gefahren trifft es eher. Ja, es gab ja damals noch keine Videochats in dem Sinne wie heute. Das war alles noch mit Nicknames und es gab, außer bei der VR, da gab es ja schon. Ja. Mit Real Name. Ja, ich war auch tatsächlich auch der erste, der gesagt hat, in der VDM damals, ey, wir müssten mit realem Namen fahren. Ja, ja. Weil Nickname suggeriert Spielkind. Wir machen hier aber kein Spielen. Das ist virtueller Motorsport. Ja, das haben wir 2006, 2007 und 2008 schon gesagt. Und die das Virtual Racing EV, ja, ich musste dann ja beruflich eine relativ große Pause machen. Ja, und 2018 hat es dann endlich auch der DMSB verstanden und anerkannt. Aber, Das ist dieses typische Mantra von wegen, wir spielen hier nicht, das ist eine Simulation. Nein. Ja, so im Prinzip. Ja, das ist. Wir fahren real, nur man tut sich nicht weh. Und wobei von Kosten her, es entstehen keine laufenden Kosten oder nicht unbedingt. Ja, nicht immer. Von der Anschaffung her, Slalom-Auto könnte man davon mit Sicherheit ein schönes. Ja, aber komm, also für 3.500 Euro kriegst du halt schon gute Simrig. Ja, und wenn ich jetzt mal das Material quasi sehe, was ich jetzt hier so selber in der Hand habe, ja, mit dem vergleiche, was ich vor 13 Jahren in der Hand hatte, also come on. Ne? Also ganz ehrlich, da brauchst du keine 13 Jahre zurückgehen. Das hatte der Markus vor 13 Wochen noch in der Hand. Ja. Und es hat trotzdem funktioniert. Ja, aber ja, ganz ehrlich. Also. Aber das Hauptpotenzial ist ja bei dir als Fahrer. Ja? Nicht Pay-to-Win. Ja? Also du brauchst an meiner Meinung nach, klar ist ein DD2 total geil, welche Pedalerie von Heuswinkel, aber oder auch von Fanatec, das Clipsport 2. Aber ganz ehrlich, den iRacing bin ich, wie gesagt, aktuell noch der Einsteiger, weil das auch vom Fahren her ganz anders ist wie Rallye-Sport. Aber wenn ich mir die heutige Technologie angucke, und ich denke, das wird auch Wolfgang definitiv bestätigen, wenn man das mal vergleicht mit G27, 29 oder Logitech 25 oder 25, ja, habe ich alle durchgemacht. Da braucht dann keiner ankommen und denken, ja, also ich bin ja jetzt nur eine Sekunde langsamer in iRacing, weil ich jetzt hier nicht die super coolen Clubsportfinale habe. Nee. Die Wahrheit ist, guck in den Spiegel, du bist einfach zu langsam, ja, trainier einfach härter und such nicht den Fehler im Material. Punkt aus Ende. Ja. Schlechtes Thema. Ist so. Ja, also. Nee, ist wirklich so. Also. Heutzutage braucht er, weißt du, ich habe hier dieses Fanatec CSL Elite. Ne?
So. Ja. Ich hätte gefühlt meinen Bruder verkauft vor 13 Jahren, um das Material zu haben. Ja? Ich hätte ihn einfach bei eBay kleiner Zeit reingestellt und gehofft, dass irgendwer ihn kauft. Ja? So. Das gab es damals gar nicht. Also da braucht keiner kommen. Ja, mit unterschiedlichen Federn. Das mag vielleicht, wenn du wirklich auf den letzten 5% oben in der Welt angekommen bist, dann mag das wirklich der, also hier so Tag euer Porsche Supercup in iRacing zum Beispiel, ja. Die drehen ja völlig frei, die Jungs. So. Da kannst du dann anfangen, okay, alles klar, da muss das Material auch packen. Aber bis dahin haben wir hier alle, mich ganz eingeschlossen, ne, noch ganz viel Luft. Noch ganz viel Luft. Ganz viel Luft. Ganz, ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Bulimie-Training. Ja. Bulimie-Fahren. Ne? Bulimie-Fahren. Fahren. Also ich habe, wir haben es gerade vom Setup, ich habe ja angefangen mit dem mit der CSR Elite Pedalen, die gibt's mit und dem Fanatec Porsche GT3 V2 oder was das ist. So. Das war das einzige Bundle, was es vor 5 Jahren oder sowas bei Fanatec gab. Ja? Ja. Und das günstigste, weil da hatten die auch schon die CSW, ich glaube die 1 oder 1,5 oder was das war. Hat aber Vermögen gekostet. Dann habe ich mir auch gesagt, gut, brauchst du das, mach mal nicht. Und dann bin ich gefahren und jetzt und irgendwann habe ich dann doch gesagt, ach komm, jetzt steige ich auch um auf CSW 2.5 und CSL Elite Pedale mit Load Cell. Es hat nicht mich schneller gemacht, sondern ich bin zu einem Zeitpunkt umgestiegen, wo ich verstanden habe, was da überhaupt passiert, egal mit welchem Pedal, egal mit welchem Lenkrad. Mhm. Ich habe mir das dazu geholt und kriege jetzt mehr Feedback raus und kann es ein bisschen anders definieren, kann ein bisschen anders dosieren am Pedal. Das macht dich jetzt technisch nicht schneller, aber du fühlst dich wohler und realer, und je realer du dich fühlst, desto, deswegen, das ist wahrscheinlich auch so ein Punkt, wo du dann sagen, natürlich ist ein DD besser, weil du fühlst dich viel echter in der Sache, deswegen läuft es besser. Das mag alles, das mag alles richtig sein, nur wenn du pro Woche nur 5 oder 6 Stunden fährst, ja, dann bringt dir auch Top-Material nichts, denn nichts. Benchmark ist 4 bis 5 Stunden jeden Tag. Ja. Jeden Tag. Ja. Das ist und, ja, am besten, das war ja quasi das, was jetzt die Zuschauer nicht gesehen haben, ne? Auch nicht dieses Car-Hopping, ne? Ein Tag mal dies oder auch unterschiedliche Klassen irgendwie auch an einem Tag, sondern ein Auto, eine komplette Saison mit einem Material und jetzt gib ihm. Ja? Ja. Das hat bei mir bisher immer sehr gut funktioniert. Ja. Ja. Das wird auch in iRacing funktionieren. Ja, das beschreibt dann quasi auch das Bulimiefahren, was du meinst, quasi fahren, bis man kotzt. Bis zum Kotzen, bis zum Erbrechen. Einer der Gründe, ich meine, ich will mich jetzt hier nicht irgendwie selber lieben, ich meine, das sind die alten Kriegsgeschichten, als wir noch schwarz-weiß hatten. Wir haben alle genug Ego, wir loben uns hier alle selber irgendwie, sonst macht das sonst keiner. Aber ich hatte zum Beispiel in Richard Burns Rally auf Asphalt war ich so, naja, so lala. Ja? So, aber auf Schotter und vor allem auch auf Schnee, da war ich weltweit schon echt eine richtige Bank. Also eine richtige Bank. Und es ist super witzig, Benni, ja? Wenn du dann nach 10 Jahren einfach mal in der Weltrangliste noch, also nicht, nach 10 Jahren Pause, du guckst noch und da stehen dann immer noch die Weltrekorde seit 10 Jahren ungebrochen, wo du dir dann denkst, was habt ihr denn jetzt die letzten Jahre gemacht? Ja? So. Und wie kam das, um das Ganze mal ein bisschen aufzuspoilern? Jeden Tag 8 Stunden Training. Alter. Jeden Tag 8 Stunden Training. Ja? Dann wollte ich gerade fragen, hast du da noch studiert oder beziehungsweise nicht mal das funktioniert? Nee, ich hab zu der Zeit mein Abi gemacht. Ja? ich habe mein Abi gemacht, bin nach dem Abi 5 bis 6 Kilometer laufen gegangen und danach ging 8 Stunden Training. Nächsten dann hat er auch noch Zeit, 6 Kilometer laufen zu gehen. Klar. Die Energie würde ich mal. Also, ja. Freundin hat die Kaffee gehabt, Energie abladen, oder? Man muss halt unterscheiden zwischen Gaming und E-Sport. Ja? Ja, und auch unter E-Sport muss man das auch nochmal ausbilden. Das, was ich damals gemacht habe, oder das, was wir damals bei SimRacing Equipment gemacht haben, Wolfgang kennt ihr ja auch noch alle, René Hiddel, genau. Florian Waschkowski, André Böttcher, der mittlerweile für Williams E-Sport fährt, oder Emma Erle konnte für Team RSO, das sind ja die ganzen Aliens, ja, oder Kronke, der für Schaeffler E-Sport, in so einem Team war ich. Ich war aber nicht in dieser Rennabteilung, sondern ich war quasi der einzige virtuelle Rallyfahrer. War ein bisschen langweilig, weil ich der Einzige war. aber gut. Und mit solchen Freaks hängst du dann ab und dann gib ihm, ja? Was meinst du, ne? Also, ja, nicht irgendwie, ja, wir gucken, lass mal irgendwie ein bisschen Playstation, Gran Turismo, alles safe, alles gut, alles cool. Aber das hat nichts mit ihm zu tun. Nee, natürlich nicht.
Das ist auch mal dieses Thema, was wir vorhin gesagt haben, von wegen, das ist nicht echt oder so Zeug. Ja? Was wir hier betreiben, ist ein virtueller Sport, ja, den wir im Gegensatz zu allen anderen, das, was du sagst, der Unterschied zwischen E-Sport und Simracing. E-Sport passiert auf einem professionellen Level, auf einem richtig guten Level, aber nicht zwingend mit den Eingabegeräten, die der auch im echten Leben benutzen würde. Also FIFA wird auf dem Controller gespielt, fertig, ganz einfach. Wir sind eine der wenigen, außer vielleicht, es gibt einen Simulator mit Golf, das ist der einzige, den ich mir vorstellen könnte, der noch mit dem richtigen Controller arbeiten kann. Wir sind die einzigen, die mit den Eingabegeräten arbeiten, mit denen wir auch im echten Leben hantieren. So. Das habe ich ziemlich schnell am Anfang bei dir gemerkt, wo auch unser Grundmotto kam, wo ich mal gesagt habe, Alter, ich will noch fahren, nachdem ich irgendwie 4 Runden gefahren bin und mir dann 1,5 Stunden im Motec gesessen sind, quasi mit der Software, mit der ich auch ans Auto hingehe, ans Rennauto und da meine Sachen auslese. Da sind wir ein bisschen komisch an die Sache. Haben wir seitdem nie wieder gemacht, glaube ich, Markus. Ja, aber müssen wir, glaube ich, mal wieder. Vier, fünf Runden sind wir gefahren und sind dann 2 Stunden oder 1,5 Stunden im Motec gesessen und haben unsere Autos auseinandergenommen. Das finde ich hirnsinnig. Ja. Würde ich jetzt auch nicht mehr machen. Ja? Ja. Mache ich jetzt wirklich nur noch dann, wenn ich an einem Punkt angelangt bin, wo ich nicht mehr verstehe, warum das Auto das gerade macht, was es eigentlich gerade tut. Ja, nur dann mache ich es. Ich müsste vielleicht in der nächsten GT3-Saison tatsächlich mal ein bisschen wieder verschärfen, um zu merken, wo ich noch Zeit gut machen kann oder wo ich noch was verbessern kann. Beim GT4 funktioniert es ja irgendwie. Du brauchst den Himmel verbessern. Einfach jetzt gut. Einfach. Warum Motec? Einfach. YouTube ist eine riesige Datenbank. Du hast es das letzte Mal ein Sündenfuhl, hast du wunderschön genannt. Ja? Ja, so. Ich bin völlig fasziniert. Da ist jemand, der mir zuhört. Ja, na klar, weil das Format ist geil. Jetzt mal ohne Witz, ich verstehe zwar immer noch nicht, warum du mich eingeladen hast, aber ich würde mich erzogen und eine Einladung sagt man nicht ab. So, ja? Also auch, ne? Ich habe mich hier nicht rumgeprügelt. So. Aber wenn wir schon mal da sind, dann quatschen wir mal einfach. So, und das Format ist einfach geil. Und Markus, brauchst doch keinen Motec. YouTube an und irgendeiner weltweit ist auf der Strecke mit dem Auto minimum eine Sekunde schneller. Angucken, immer. Zeiten vergleichen, immer. Okay, was macht der richtig, was mache ich falsch? Im Spiegel gucken, okay, ich bin zu doof für die Welt und anfangen zu arbeiten. Und ja, Daten und auslesen, oh, jetzt findest du noch 3% mehr Bullshit. YouTube angucken, alles klar. Ah, guck mal, da bist du zu blöd. Zack, bist eine halbe Sekunde schneller. Dieses dazu bist du zu blöd, das hatten wir diese Saison, ich glaube, bei der GT3 bei mindestens 3, 4, 5 verschiedenen Fahrern nicht eingeschlossen. Ja. Wo ich gesagt, jeden Tag habe ich das. Wo ich gesagt, bei mir war es jetzt nicht so schlimm, ich habe das letzte Jahr damit verbracht, jetzt nach dem Jahreswechsel war es nicht mehr so arg, aber bis zum Jahreswechsel, wie du gesagt hast, jeden Tag trainieren. Aber bei mir waren es halt nur 2 Stunden, weil ich einfach nicht mehr selektieren kann. Aber regelmäßig, konstant und immer mit demselben Auto. Ja, ja. Ja, und nicht einmal GT4, dann einmal GT3, dann... Ah, juhu, ganz schlechtes Thema. Wir haben auf jeden Fall so viel Zeit investiert, dass wir GT3 und 4 mussten wir trennen. Wir sind beide Meisterschaften gefahren, ja. War halt so. Aber, es ist doch geil. Ist doch trotzdem geil. Ja, es ist schön. Simracing ist einfach geil und E-Sport ist auch einfach geil. Ja, wenn ich überlege, wir haben jetzt Anfang April mein erstes Bild von meinem alten Rig habe ich gemacht, ich glaube am 22.04. letzten Jahres. Und damals habe ich gesagt, jetzt machen wir mal einen Bildschirm dahin, dann nehmen wir mein altes Lenkrad und nehmen diesen Race Room 400-Euro-Sitz oder sowas, ja? Und dann hat der Schmidt in seiner unendlichen Blödheit gesagt gehabt, und dann lassen wir es erstmal, alles gut. Ja, die Frau hat im Hintergrund schon ein bisschen kritisch guckt und alles. Ich habe ihr dann gesagt, keine Angst, es passiert nichts. Was sitze ich jetzt? Ruhig bleiben. Was ist passiert? Ich sitze in einem selbstgestalteten Alu-Rig. Ich sitze in dem gleichen Sitz, in dem ich auch in meinem Rallye-Auto als Beifahrer sitze. Genau dasselbe Sitz aus dem gleichen Auto. Ja, geil. Ich habe meine Base und meine Lenkrad und meine Pedalerie aufgewertet. Und was ich zuletzt nicht geglaubt hätte, ich sitze vor dem Triple Screen. So, weißt du, da bist du ganz schnell von, gehen wir mal 500 Euro aus zu, gehen wir mal 3.500 aus. Ja, so. Was soll ich denn da sagen? Ich bin vor einem Jahr noch an der Playstation gesessen und dann hat mich irgend so einer aus Stuttgart, da Großraum Stuttgart, voll gequatscht. Jetzt holt ihr endlich einen PC, wo ich dann erstmal lange gemacht habe mit Nee.
dann doch einer da stand und ja, mittlerweile habe ich mal mein Mini-Büro hier umgebaut dafür. Erst hat er sich ein bisschen geziert und am Ende war es dann doch okay. Nein, aber weißt, du hast auch keine Finanzminister und keine Regierung, die hinter dir stehen, verstehst du? Nee, das stimmt. So, das stimmt. Weißt du was? Ich habe da peinlich drauf geachtet. Peinlich drauf geachtet. Also da müssen wir wirklich aufpassen hier. Markus, mir fällt übrigens gerade auf, ich habe meine Dings vergessen. Ich habe meine Stoppuhr vergessen anzumachen. Ja, aber Leuten sagen wir es oft genug. Gut, ich merke gerade, ich habe mir eigentlich schon gut Zeit gelassen. Unten links abonnieren, oben der erste Teil nochmal von dem Video. Wir zeigen halt alle in irgendwelche Richtungen, ihr klickt halt irgendwo hin. Außer, wo ihr nicht hinklicken dürft, ist, warte mal, wenn da das Ding ist, klickt nicht da oben aufs X. Genau. Ganz oben rechts, nicht aufs X. Ganz oben rechts, nicht auf X klicken. So, ich muss mir jetzt aber mal zurechtfinden, weil ich bin tatsächlich schon in Bergen angekommen. Gut, ich verbringe dann noch ein bisschen Zeit auf dem Parkplatz, weil wir haben gerade echt so eine Lustrunde, aber... Ja. Aber Wolfgang, jetzt mal im Ernst. Wenn du jetzt mal zurückguckst, ne? Wir beiden alten Säcke. So. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Also jetzt mal ohne Scheiß. Ja? Also du bist ja durchgehend aktiv gewesen. Wir hatten uns ja. Ja, auch nicht ganz. Nee, war auch eine längere Pause zwischendrin. Ja, aber also nach 2012, glaube ich, 2013. Ja. Auch eine Pause. Ja, geil. Ja, ich muss durch den ADAC ist nur wieder dazukommen, weil der ADAC Wuppertal gesagt hat, ja, man guckt da mal, und dann waren wir zusammen in der Virtual Racing Lounge. Ja, ja, genau, richtig, da haben wir angefangen, genau, wir sind ja eigentlich die ganze Geschichte in Württemberg, das ist eigentlich geil, wir haben die Geschichte des ADAC Württemberg im Simracing miterlebt, quasi das Entstehen sogar. Ja. Weil irgendwann habe ich mir überlegt, ich mache ja im ADAC auch noch Sportkommissar und alles und bin da bei den Damen, muss man sagen. Doch, es ist auch ein Herr dabei in der Sportabteilung. Immer intensiv mit dabei und versuche mich einzubringen. Und mache auch Sportwartfortbildung, also Streckenpostenfortbildung, unsere hier Geschichten, leider Streckensicherung B-Ausbildung und sowas. Und deswegen hatte ich da immer ein bisschen den Finger drauf und habe immer irgendwie gedacht, ey, um uns rum, ja, der ADAC Mittelrhein macht seinen Digital-Cup. Und von uns hier in Württemberg kommt noch nichts. Wir müssen mal ein bisschen gucken. Dann hatte ich aber für mich das Gefühl, ich habe ja selber keine Ahnung, was ich da tue. Ja? Ergo habe ich mir dann irgendwann das Lenkrad gekauft und habe dann aber vor 2 Jahren, ich glaube, das ist schon 2 Jahre her, oder? Als wir in der Lounge waren. Ja? 19, nein, ja. Ja, ja. Und habe dann irgendwann gesagt, weißt du was, jetzt ist mir erstmal ADAC Württemberg eben erstmal egal. Ich gucke jetzt, dass wir meinen MSC Oschfildern Ruhl, in dem ich auch noch bin, dazu bringen, dass die mal verstehen, was Simracing ist. So. Und dann ist alles gut. Und dann habe ich gesagt, dann okay, wir gehen nach Böblingen in die Virtual Sim, in die Virtual Racing Lounge. Nee, doch genau. VRL. Ja. Und, haben einfach gesagt, komm, dann fragen wir die Jungs aus Black Forest, fragen wir auch noch mit dazu, dann lohnt sich das, rentiert sich das und dann sind wir da runter. Und das hat so ein bisschen den Ausschlag gegeben, dass ich dann auch beim ADAC Württemberg wieder angefangen habe zu sagen, Leute, da geht doch bestimmt irgendwas. Und dann ging es halt auf einmal, ohne dass ich was dazu getan habe, hat das Ding Schwung genommen und auf einmal war der Simracing Cup da. Nicht, dass das jetzt ein Kind von Württemberg wäre oder sowas, aber ich sag mal... einfach Zeit, ne? Das ist einfach Zeit. Ja. Also vielleicht tue ich da dem einen oder anderen Motorsportverein jetzt vielleicht auch irgendwie was Böses, aber ich verallgemeiner jetzt mal. Ja. Ich überspitze jetzt mal. Jeder Motorsportverein in Deutschland kämpft um Mitglieder und alle werden älter und von unten kommt nichts mehr nach. Ja, bei uns absolut. Die Leute haben einfach, also in der breiten Masse, eine Kartausbildung, um in die DKM zu kommen, kostet so roundabout 250.000 Euro. So, das kann sich kein Schwanz mehr leisten. Keine Sau kann sich das mehr leisten. So, und jetzt kommt Simracing. Und Simracing ist ja nichts Neues. Wolfgang und ich kennen das. Also wir beide sind ja nur ein Teil von einer riesigen Community. So. Und jetzt kommen neue Leute dabei und sind total geflasht und das ist auch geil, ja. Aber das ist jetzt per se nichts Neues. Das haben wir vor 13, 14, 15 Jahren auch schon gemacht. Nur damals hat uns keiner zugehört. Ja? Nur jetzt hören uns ja die richtigen Leute zu. Und jetzt ist nur die spannende Frage, meiner Meinung nach, wir reden ja immer von Spitzensport. Wir müssen mal anfangen, über Breitensport nachzudenken. Überhaupt diese Basis anzufangen. Ja, dass nämlich jeder Motorsport in Deutschland mal begreift, ey, die 70er und 80er Jahre waren echt geil. Also falls du jetzt dazu hörst, ich gucke jetzt extra in die Kamera, die waren geil. Und glaub mir, ich bin auch Gruppe B, Rallye,
Hammer, ja? Oder Ford Capri, super geil. Aber bitte, 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 verstehe, diese Zeit ist vorbei. Sie ist vorbei. Sie wird nie wiederkommen. Egal, was du machst, sie wird nie wiederkommen. Und es gibt nur zwei Möglichkeiten, dein Verein zu retten. Möglichkeit A ist, du machst genauso weiter wie bisher und dann wird dein Verein sterben. Oder Möglichkeit B ist, du begreifst, dass der digitale Motorsport mit Simracing neue Mitglieder in deinen Verein bringt. Und aus diesem Simracing-Bereich, aus diesem nicht vorhandenen Kartsport, was dann Simracing ist, daraus entstehen dann dein Verein und daraus entsteht dann die Faszination für den realen Motorsport in der Hoffnung, und dann bin ich fertig, ja, dass wir zukünftig keine Elektroautos im Kreis fahren sehen und uns auch mal weg von dieser Opferrolle haben. Ja. Ja, die Motorsportler sind die Umweltverschmutzer schlechthin. In den 70ern gab es schon eine Studie, dass alle Fußballvereine ist immer noch so. Fans, bei den Auswärtsspielen mehr CO2 verbrauchen als alle Motorsportfans in Deutschland in einer gesamten Saison zusammen. Also das ist einfach Bullshit. Übrigens kommt diese Studie jedes Jahr neu. Das ist seit 70, 30, 40 Jahren dasselbe. Ja? Also wir müssen über Breitensport nachdenken. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir den 17, 18, 19-Jährigen oder noch besser den 12-Jährigen ja, zu Simracing kriegen. Weil du hast es auch so schön gesagt, bring die Liebe zum Motorsport bei, dann haben deine Kinder kein Geld mehr für Drogen. Und genau das genau ist es. Aber das ist es doch. Genau so ist es. Ja. So, einmal, wir brauchen da ganz dringend Applaus. Wir müssen in dieser Sequenz bitte so epische Schlachtenmusik im Hintergrund laufen lassen. Während er da so wenig. Das muss, weißt du, wir hatten es vorhin von Alexander dem Großen. Das muss da sein, ja, muss im Hintergrund. Kennst du die Motivationsrede von William Wallace bei Braveheart? Sowas muss dahinter laufen, ungefähr. Ja, ja, genau. Eines Tages bin ich auch wieder hier zu stehen und euren Feind entgegenzuwirken. Genau. They never took off. Aber nicht das. Ja. Weißt du, wenn man irgendwann mal einen Motorsport-Gottesdienst oder einen Simracing-Gottesdienst hat, dann nehmen wir dich als könnt ihr gerne machen. Es gibt doch Motorrad-Gottesdienste, es werden doch Motorräder eingesegnet immer am Anfang des Jahres. Dann lassen wir uns doch unser Simrix einsegnen. Es geht doch einfach darum, dass wir alle Spaß daran haben, im Kreis zu fahren und grundsätzlich kann ja immer nur einer gewinnen. Ja. So, aber das ist eine gute. Ja, ich persönlich werde in iRacing nichts mehr reißen, weil die einfach, ich bin zu alt, ich habe auch keine Zeit mehr, 8 Stunden jeden Tag zu trainieren. Ja? Und die Zukunft gehört der Jugend, aber um die muss man sich dann halt eben auch kümmern. Ja, so und das kann doch nicht so schwierig sein. Also ich verstehe das nicht. Ja? Also ich verstehe das seit 13, 14 Jahren nicht. Aber ich bin da voll bei dir. Ich bin da voll bei dir. Wir haben ein Problem mit dem Unterbau. Ich habe letztes Mal das Wort schon falsch gesagt, habe ich aus Versehen Demografie, das war das Wort, was ich gesucht habe. Die fehlt. Und deswegen nochmal, wir schließen nochmal geschwind einen Kreis zu vor 4, 5, 6 Wochen. Wir haben jetzt diesen ADAC Hybrid Cup, jetzt kriege ich den Namen wieder nicht richtig zusammen, den württembergischen ADAC Hybrid Cup, so rum heißt er, genau. Indem wir einfach jetzt hergehen und sagen, liebe Simracer, die nicht in einem Club sind, die einfach nur Simracing betreiben, ja, wir haben hier was, da tust du dich zusammen, du meldest dich bei uns, oder da kannst du dich auch beim ADAC melden oder bei deinem örtlichen Club oder du gehst einfach mal zum Slalom-Event, du suchst dir einen deiner Slalom-Jungs raus und fährst mit dem zusammen. Cool. Ja, und setz dich einfach hin. Du musst keinen Motorsport betreiben. Du musst einfach nur in deinem Sim sitzen daheim. Du erfährst für dein Team Punkte und dein Kollege im Slalom fährt für euch auch Punkte. Am Ende schmeißen wir eure Punkte eine zusammen. Trophäe, ja. Und so bringst du denjenigen dazu, weil jeder Simracer, egal ob er Motorsport in echt betreibt oder nicht, hat das Wettbewerbsgefühl. Hat das Wettbewerbsgefühl. Muss er haben, sonst wird er nicht betreiben. Und damit gibst du ihm ein Ziel, im realen Motorsport ein Ergebnis zu erzielen. Im Prinzip, ja. Und Teil einer, wenn es so blöd klingt, einer Jahresmeisterehrung am Ende des Jahres zu sein, wo du mit dem Rallye-Meister aus deinem Regionalglubbisch oder mit deinem Formelmeister aus deinem Ding, weißt du, guck mal was. Und das bringt die Leute dann dazu, zu uns zu kommen. Ein gutes Beispiel ist, wir haben ein ganz neues Clubmitglied bei uns in Ostfildern, der Laurin, servus, falls du zuguckst. Ich sorge dafür. der hat sich vor ein paar Wochen über die ganz normale, über unsere Homepage gemeldet und hat gesagt, er würde gerne Motorsport, er würde gerne Rallye fahren. Ja, geil. Er hat jetzt festgestellt über den ADAC Württemberg, dass wir sein nächster Motorsportclub sind, im Nachbarort, fast Nachbarort. Und was wir da machen könnten, dann sind wir hergegangen, bei mir ist sowas, gehen mir immer Lichter an, weil ich sage ja keinem, sorry, ich kann dir nicht helfen, sondern ich sage, ja,
komme ich auf jeden Fall zu uns und irgendwas finden wir. Und dann ging es einfach schnell los, wo ich gesagt habe, okay, er ist 19, er soll sich jetzt nicht gleich ein Rallye-Auto kaufen und sofort loslegen. Damit kommt er nicht weit. Das schafft er. Das ist nicht das Ziel. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, du gehst in den ADAC Slalom Youngster Cup, probier's da mal. Weil der ADAC Slalom Youngster Cup hat den Vorteil, dass die Autos gestellt werden. Also musst du ohne, kommst mit Helm, kommst mit Handschuhen dahin, setzt dich in ein fertiges Auto ran und fährst los. Und da kriegst du ein bisschen mit, ist der Wettbewerb was für dich, ist das Auto, dieses sportliche Autofahren überhaupt was für dich, Drucksituation und so weiter. Und das macht er jetzt, wenn nicht die ganze Zeit die Slaloms abgesagt werden würden. Aber ja. So kriegst du Leute, und wie gesagt, das ist bei uns ein Problem. Ich weiß jetzt nicht, bei uns in Black Forest sehe ich jetzt gerade weniger das Problem. Eure Jugendgruppe ist größer als die drei umliegenden Jugendgruppen, würde ich sagen, oder? Nicht wirklich. Echt nicht? Auch nicht wirklich. Nee, ja. Dann schleust ihr bei der Nikolausfeier die ganze Zeit irgendwelche Kinder ein, oder wie? Nee, aber nicht wirklich. Die Jugendgruppe haben wir eigentlich auch nicht mehr. Also, ja. Nee, geht auch nichts mehr. Geht. Weil die Autos sind einfach zu teuer, ne? Du brauchst einfach FIA-Käfig, FIA-Sitze, FIA dies, FIA das, FIA jenes. So. Und das genau. Mag ja per se alles ihre Daseinsberechtigung haben, ne? Aber jetzt mal ohne Scheiß, wenn ich mit einem Golf 2 16V, 136 PS Rallye fahren möchte, okay, dann brauche ich kein Sicherheitsequipment für Tausende von Euros. So, also, ich will diesen Satz nicht sagen, früher war alles besser. Das war es nämlich nicht, es war anders. Nee. Ja. Aber ich bin ja mit Motorsport aufgewachsen, genau. Viele tausende andere auch. Und mein Dad hat über viele Jahre selber Rallye-Sport betrieben, deswegen bin ich auch so leicht behindert im Kopf. Ja, so. Aber damals in den 70ern und 80ern hatte quasi jeder Ortsclub irgendwo so eine kleine 200er oder Club-Rallye. Ja, ne? Ja. Das waren ja gefühlt 3 Meter auf dem Feldweg und alle haben sich gefreut. So, der Punkt ist nur, du bist mit deinem Auto, wo du von Montag bis Freitag zur Arbeit hin und zurück gefahren bist du mal eben am Wochenende eine Veranstaltung gefahren. Nee. So, heute gibt es ja Gott sei Dank nicht mehr die Gruppe H, ne? Weil so ein C-Coupé mit 340, 350 PS Makrolon-Scheiben und keine Ahnung, Carbon-Motorhaube, ja, das ist nett, aber das, was technisch machbar ist, muss ja nicht gleichzeitig auch technisch sinnvoll sein, so mal in den Raum gestellt. Also es geht ja darum, möglichst schnell von A nach B oder von A nach A zu fahren. So, und einer der Gründe, warum wir jetzt ja hier ja quasi über Sim-Racing sprechen, ist auch, weil wir die Kohle nicht haben, uns für 50.000 Euro ein Kit-Car zu kaufen. Ja? Das ist auch die Wahrheit. Genau. So. Und das ist ja kein Einzelproblem. Also dafür muss man sich ja nicht schämen. Also ich habe keine 50.000 pro Jahr über für ein Kit-Car. Ja? Ja. Oder also 70.000. An einem Punkt muss ich, du darfst bei der ganzen Rallye-Geschichte die Gruppe G nicht vergessen. Die Gruppe G ist auch jetzt noch Autos, mit denen du am Montag noch ins Geschäft fahren könntest, rein theoretisch. Du hast zwar einen riesen Käfig drin, aber... Ja, aber auch selbst der muss ja aktuell noch nicht, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ist ja im Moment noch kein FIA-Käfig, sondern sogar noch ein zertifizierter Eigenbaukäfig im Moment noch möglich. So, noch. Das heißt, noch. Aber es ist halt trotzdem so, dass du dann... Da hast du, wenn ich jetzt sehe, einen, ach Mensch, wie heißt der, mit dem A45 AMG Teschner und Honke zum Beispiel, Honke mit dem BMW, ja, Baumhauer, BMW. Baumhauer im TTRS, ja, das sind Autos, die sind zwar, bitte nicht böse verstehen, aber die sind halt unspektakulär, aber die sind halt absolut einfach, im Prinzip, das sind fertige Autos, da mache ich noch ein bisschen was dran und dann gib ihm, ja. Ja, so wie der Bliss jetzt auch den Jahres in der zum Beispiel bringt. Der Oliver Bliss hat jetzt seinen GOBG-Jahres vorgestellt, echt geile Kiste. Ja. Den würde ich auch gerne mal fahren, ne? Diesen Toyota Yaris GR. Oh. Ich habe so ein ganz klein bisschen die Hoffnung, dass wir den Zuling vielleicht kriegen, aber... Wir fahren am Anfang Mai, so Gott will, also zu 90%, weil es eine Profi-Veranstaltung ist, nach Sulingen, zur Rallye Sulingen. So. Ne? Ja, das ist gut, kannst du gerne vorbeikommen. Sulingen ist von mir 30 Kilometer. Ja, also wir sagen dir, wenn wir im Servicepark sind, komm schon mal vorbei. Und da wollen wir hinfahren und wir haben schon gesagt gehabt, nachdem sich der Herr Malek letztes Jahr die Domlager rausgefahren hat aus dem Clio. Ja. Was ich dieses Jahr dann erst an der Stempede wieder machen will.
Und, sich im IVG halt die Domlage rausgefahren hat. Und das IVG-Gelände. Haben wir jetzt gesagt, bitte, lieber Veranstalter, könnt ihr uns vielleicht ein Auto da zur Verfügung stellen und alles. Aber jetzt fang nicht an, dass wir dann ein Jahres geehrt. Ich würde auch ein GT86 nehmen. Oh. Kannst du dich uns beide im GT86 vorstellen? Da müssen wir die Fenster aufmachen, damit die Arme rechts. Ey, ich bin auch schon mit einem Honda S2000 Notchschleife gefahren. Also. Oh. Oh. Okay. Also. Boah, das ist männlich. Das ist männlich. Das ist männlich. Oh. Naja. Hat so, einer eigentlich auf die Uhr geschaut? Ich habe die bisschen Befürchtung, Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die bis hierhin gekommen sind, denen ist das auch scheißegal, wie lange es jetzt. Ja, und die hier, wo ich mit dem LKW vom Hotel stehe, die gucken auch schon komisch raus, weil ich quasi immer noch drin sitze und noch nicht da draußen an der Bar sitze. Wir machen das folgendermaßen. Wir wollen ja dieses Gästethema immer weiter aufrechthalten, weiß der Kuckuck was. Ja. Wir setzen die Sache irgendwann mal zwischen der Saison, in der laufenden Saison, wir mal einen Zwischenstand. Das hätte ich nämlich auch gesagt, weil ihr drei als Fahrer, das mal nochmal alle holen und mal so eine Zwischenstimme, vielleicht auch ein paar andere aus der... Natürlich. Okay. Machen wir vielleicht auch situations- und saisonabhängig. Ob du zum Beispiel dann noch mit Benny reden willst überhaupt. Pass auf. Machen wir aber nur unter einer Bedingung. Ich mache auf jeden Fall mein Mikro aus, damit ich hier Sprachzeit von Wolfgang nicht klaue. Weil Wolfgang, dann musst du mehr erzählen. Und ich nicke dann, so wie du heute. Dann machen wir mal Rollentausch. Und dann wird alles gut. Oh mein Gott, also gut. Oh, ja. Wir setzen das auf jeden Fall mal an einer anderen Stelle fort. Das nehmen wir uns auf jeden Fall mit, weil das ist nämlich super. Wenn wir mal irgendwann nicht wissen, was wir tun sollen, laden wir vier uns einfach alle ein und dann ist für den Abend mal auf jeden Fall punktvoll. Das ist eh klar. bevor ich es vergesse, bevor wir uns jetzt an der Bar betrinken, wir hatten es vorhin vom Motec, da sollten wir jetzt trotzdem nochmal schön reinschauen. Alter, ich will nur fahren. Also, und mit den Worten auch an unsere Gäste nochmal vielen, vielen Dank. Genau, dass ihr da war. Euch schon mal viel Erfolg für die Saison und auch an die Zuschauer. Vielen Dank fürs Zuschauen und einfach bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Wir sehen uns. Tschüss. Ciao, ciao. 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 Ist natürlich völliger Quatsch. Wir können nicht die zwei nur für 36 Minuten im zweiten Video beschäftigen. Also hauen wir die Sache einfach nochmal für, ich stoppe auch extra nochmal mit, mindestens 15 Minuten, nehmen wir die mal in Beschlag. Es hat sich auch sonst nichts hier sonderlich viel geändert, außer dass wir natürlich jetzt pflichtbewusst, wie wir sind, den LKW abgestellt haben und zu den Alkoholika übergegangen sind. in deinem Fall ist das, was ist das, Benediktiner? Benediktiner Helles, also hell sowieso. Helles, und bei mir ist es ein, Sekunde, ich habe die Flasche hier, ich komme mir vor wieder, wie heißt er? Linning? Wie unser Whisky.de-Mann. Ich habe hier einen Glenfarclas 21. Ich wollte gerade sagen, Wolfgang hat gerade schon so ein bisschen den Blick von ihm auch drauf. Nee. Jetzt matze ich euch ein bisschen was vor. Ja, Glenfarclas age 20 years. 21 years, ja, das ist also. Was 21 bis zu 22 wirst du nicht mehr. Nee, 22 wird er nicht mehr. Definitiv nicht. Der, ganz sicher nicht. Nein, ab und zu muss ich mal wirklich, wir haben ja dieses Laster. Carsten, du hast gerade gesagt, bei Whisky bist du raus. Ja. Einfach nur, weil du es nicht verstehst. Also tatsächlich trinke ich relativ selten Alkohol. Das kommt noch aus meiner Jugendzeit, weil vor Anno dazu mal, also noch weiter weg vor den 17-Zoll-Röhrenfernseher, hat Carsten mal so 8 Jahre so ein bisschen Tischtennis gespielt im Leistungssport. Und da war halt Rauchen und Alkohol trinken absolut tabu. Ja? Wieso? Also ich hab quasi Moment, meine... In den 70er, 80er Jahren habt ihr doch während dem Tischtennisspiel noch geraucht, oder nicht? Ja. Und, das, ja. Und Benni, deswegen bist du wahrscheinlich... Benni, und deswegen bist du wahrscheinlich extra zum HWRT, Hohenlohe Whisky Racing. Ja, das ist genau mein, ich bin praktischerweise in 3 Motorsportclubs. Bin cool. Auch im Hohenlohe Whisky Racing Team, aus besagtem Grund. Ja, geil. ich mag deswegen so blöd von wegen, ob es dir nicht schmeckt oder ob du nicht verstehst. Doch, also tatsächlich, also wenn ich dann mal Alkohol trinke, das kommt wirklich super selten vor. Also ich trinke noch nicht mal Bier. Also ich bin so eine richtige Spaßbremse. Ja. Was ist denn mit dem los? Ja? Also dafür trinke ich halt Kaffee irgendwie hier so IV. Intravenös, ja, okay. Da ich direkt 2
kann rein und rauchen mittlerweile halt auch. Was heißt mittlerweile auch schon zu lange? Zu lange. Habt ihr das übrigens mitgekriegt, dass sie das schon wieder erhöht auf 7,20 Euro? Ja, ist doch, jetzt ist wirklich Ende, ne? Also jetzt ist wirklich Ende. Also, ja? Da könnt, ich weiß nicht, Wolfgang, rauchst du? Nein, nicht mehr. Nesto, dann haben wir zwei Nichtraucher, zwei Raucher hier, dann könnt ihr zwei Raucher euch jetzt drüber echauffieren. Nee, das ist teurer. Bin ja eigentlich auch nicht mehr, oder also, nur ganz Frage gelegentlich. Um deine Frage wirklich zu beantworten, wenn Whisky, das was ich Whisky nenne, nennst du wahrscheinlich Abfall, ja? Pinselreiniger. Also so Jack Daniels mit Cola, also ich würde aber super gerne, aber es geht ja aktuell nicht, weil ja alles zu hat. Und wenn dann wieder alles auf hat, schauen wir mal, ob es dann noch irgendwie da ist, dass man dann vielleicht noch mal hingehen könnte. Aber so ein Whisky-Tasting würde ich tatsächlich gerne mal machen. Weil ich habe da genügend. Ich habe ja auch Platz und Schlafmöglichkeiten. Nein. Also ich würde es wirklich, ich will mich nicht besaufen. Ich will es einfach nur mal wirklich merken. Nein. Also einfach mit, mal so. Mit Whisky betrinkt man sich nicht. Ja, mit cool. Whisky degustiert man und dann ist gut. Genau, nur nach der ersten Junior-BW. Das war dann doch die Flasche irgendwie. Aber nur die Flasche. Also wir haben die ganze Flasche verkostet. Nein, aber bei Markus, das ist wirklich so, bei Markus hast du das Problem, dass jeder Whisky, den er dir anbietet, er bietet dir meistens gezielt welche an, die er auch gleichzeitig noch verkaufen will. Also er hat die Flaschen dann schon doppelt und dreifach. So ist es nicht. So, ich bin dann doof. Der versucht mir seit ein paar Monaten Hakushu. Nee, noch einen Hakushu 12 unter anderem. Hakushu 12 anzudrehen, verstehst du? Und das könntest du mir jetzt auch den Klemmbaustein 1985 anbieten. Ich habe davon keine Ahnung. Klemmbaustein, gutes Thema, kommen wir gleich noch dazu. Ja. Schön, dass du das angesprochen hast. Ja, ne? Ich frage eigentlich nur deswegen so blöd, von wegen nicht verstehen, weil um mich rum in meinem Freundeskreis und sowas haben wahnsinnig viele angefangen, irgendwann vor Jahren, wo ich dann angefangen mit Whisky, kamen die Leute plötzlich mit Wein um die Ecke. Ja. Und ich bin der Meinung, ja, klar, natürlich, manche von denen, die Hälfte von denen säuft das Zeug, weil sie elitär damit wirken. Ja, wer Wein soll, ist elitär. Ja, ja. Und mehr als die Hälfte wahrscheinlich. Boah, das ist aber gut. Das ist super gut. Ja, ey, du hast keine Ahnung von Rotwein. Ich zahle 20 Euro für eine Flasche aus. Ja. Ja? Das ist bei mir so, Bier ist ein Bier, das kann man trinken. Ja, so ist ja. Aber ein Wein ist was für Genießer und für Kenner und da steckt Arbeit drin und richtig alles Mögliche. Deswegen muss derjenige, der ihn trinkt, auch es wert sein, den zu trinken. Er muss es verstehen. Das ist wie die Radeberger Werbung. Oh, jetzt habe ich eine Marke gesagt. Andere Biere erhältlich. Ich wollte gerade sagen, beim Wein meinst du arbeiten beim Wein trinken oder beim Wein herrschen? Nein, ein Wein muss verstanden werden. Und ich verstehe Wein nicht. Also trinke ich ihn nicht, weil für mich wäre er vergeudet. Anders ist es beim Whisky. Den kriege ich jetzt mittlerweile. Es hat zwar 3, 4 verschiedene Flaschen gebraucht, aber mittlerweile verstehe ich ihn. Also, aber bei Wein könnten wir ja vielleicht Synergieeffekte. Also du bringst mir ein bisschen was über Whisky bei und ich bringe dir vielleicht, also ein bisschen was weiß ich über Wein, nicht viel, aber ein bisschen was weiß ich über Wein und das hat nichts mit dem Preisschild zu tun. Und dann kann ich auch nochmal einen Gin mit reinsteuern. Oh ja, Gin, jetzt bin ich auch komplett raus. Ist ja auch aktuell total gehypt. Habe ich auch noch nie getrunken. Würde ich auch gerne mal probieren. Ja. Nee, aber wir hatten es ja letztens. Dann kommst du mit, dann kloppen wir uns zu viert irgendwie die Birne voll. Du hast von uns die weiteste Antwort, Carsten. Ja. Kannst bei mir hier übernachten. Bis nach Würzburg muss ich kommen. Also, das muss ich schon mal schaffen. Würzburg ist nicht weit. Nee, aber wir hatten es ja in der vorletzten Folge schon davon, es muss nicht teurer Whisky sein. Du kannst auch für 35 Euro einen sensationellen Teleskop bekommen. Ja. Das habe ich auch im Angebot. Aber dann schick mir doch einfach mal ein paar Namen per WhatsApp. Nee, mach mal anders. Ich schick dir ein paar Flaschen. Ich habe ja auch Samples. Weil wie Benni schon gesagt hat, ein paar sind offene und ein paar genau von denselben sind zu. Da kriegst du ein paar Samples und dann darfst du da quasi dir... Und wenn sie jetzt anrufen, bekommen sie die zweite gratis dazu. Aber nur noch heute. Nur noch heute, genau richtig. Was auch immer heute sein mag. Und wenn wir im Zuling fahren und du vorbeikommen willst, dann können wir das direkt vor Ort machen. Wir machen das erste Caledonia Celtic Racing Fan-Treffen machen wir am 8.5. in Solingen. Ja, machen wir am 9.5. Das ist, glaube ich, ein Samstag. Möchte jetzt auch noch ein Banner hier so mit Stadiontröte oder so? Also kriegt mein Bruder bestimmt noch zum Halten der anderen Stange noch irgendwie. Ja, wir brauchen natürlich einen Fanclub an der Strecke. Ja, na klar. Logisch. Vorwagen wart ihr, ne? Ja. Für Fanbase natürlich. Für Vorwagen gibt es immer. Fanbase. Hey, die hatten wir letztes Jahr auch schon. Ja. Oder vorletzt in 2019. Doppel-Null oder Einzel-Null? S1 oder S2.
Aber, Benny, da bist du ja leider raus. Für die einen Monat später bin ja auch in der Stemwede da als Doppel-Null dann. Als Doppel-Null-Agent. Ja, als 0-0. In der Hoffnung, dass das der Clio dann überlebt. Warum wir es gerade eben von Glemmbausteinen haben. Ich habe ja jetzt, ich habe dir, Carsten, dir schon meine Baufortschritte und sowas geschickt von dem Ding. Ja. Hey, ich bin immer noch nicht fertig damit, gell? Also ich habe jetzt auch nicht mehr weitergebaut in den letzten Tagen, aber ich habe für den ersten Gebäudeteil 12 Stunden gebraucht. Ja. Das ist abartig. Und wirklich, die Qualität gefällt mir sehr gut. Ich habe übrigens heute ein Video gesehen, wenn wir es gerade immer hatten, von unserem Held der Steine aus Frankfurt, aus einem wunderschönen Lädchen. Im Herzen von Europa. Ich finde den Menschen so sympathisch. Ja. Ist so krass. Ja. Und hat aber heute Wasserstandsmeldung gegeben hier von Johnnys Steine. Hab ich auch gespendet. Haben jetzt 500.000 Euro geknackt. Das muss ich mal geben. 500.000 Euro aus der Motivation raus, um einer Firma aus Dänemark zu zeigen, dass es halt nicht so geht. Verstehst du, dass es nicht so funktioniert? Und die Qualität hier, die ich hier mit Blue Bricks habe, die ist einwandfrei. Weißt du, was das Witzige an der ganzen Geschichte ist? Ich baue nicht mal Lego. Ich habe nicht ein einziges Lego-Modell oder andere Klemmbausteine. Aber ich fand das vor 2 Jahren, als diese dänische Firma einen kleinen Händler in Frankfurt abgemahnt hat, weil 4 Noppen auf seinem Logo dazu führen könnten, dass Leute auf seinem YouTube-Channel nicht unterscheiden können zwischen einem Fan und einem globalen Konzern. Ja? dieser Kampf David gegen Goliath und auch die Art und Weise, wie er das immer rüberbringt in so einer, das könnte ich ja gar nicht mehr, so ein emotionaler Typ. Ja, ich könnte es gar nicht so richtig machen. Wie er das macht. Der ist ja so furztrocken, das ist ja ekelhaft. Ja, das ist, also falls du als Zuschauer oder ihr das nicht kennt, einfach Held der Steine eingeben. Ja? Held der Steine auf jeden Fall. Ein mega Kerl. Und wie gesagt, die 500.000. Und was ich jetzt ganz spannend finde, ist, es gibt ja jetzt diese Einigung mit Lego und sie kommen ja jetzt dem Ganzen ein bisschen näher und die Kürchen sind ja wohl das Problem und so. Ach Gott, ja. Jetzt überleg mal, da kommen jetzt 20, 40 Fußcontainer aus China rüber. Mit Xingbao, mit Kada, mit allem drum und dran kommen da rüber. Und Lego macht den Fehler und passt nicht auf und hält diese Dinger am Zoll auf. Ja, das glaube ich schon, was da. Hey, da kommt die. Sorry, wir sind schon nach 22 Uhr, da kommt die Scheiße horizontal auf die zugeflogen nach Billund. Kam jetzt schon. Also marketingtechnisch war das der Obergau. Ja, der absolute Obergau. Ich habe kein Problem mit Lego hier. Ich habe hier oben, ich habe die 3 Jungs da stehen, ja, aber trotzdem. Da ist das Geld, ne? Da ist das Geld. Da kann keine 12 Euro für ein Auto in iRacing ausgeben. Ja, oder? Genau. Komm, mach mal nochmal. Schwenk mal nochmal ganz kurz hoch. Mach nochmal. Komm, schwenk nochmal hoch. Auch für die. Also, der GT3 RS hat, glaube ich, ich glaube, 280 Euro gekostet. Ja. Der Bugatti Veyron da drüben in der Mitte, der kostet so, was hat er gekostet? 370, 380? Circa. Und rechts daneben ist der andere, dritte Schrotthaufen von Lamborghini, was auch immer das sein soll. Das war ja auch irgendwas. Knapp unter 400 Euro. Ne? Ja, also sind wir summa summarum bei knapp 1000. Jetzt halt noch mal ganz kurz die Kamera in dein Gesicht, bitte. Und du möchtest mir erzählen, dass du 12,50 Euro nicht hast für ein Auto? Also, das möchtest du mir jetzt wirklich erzählen? Ich denke nicht, Benny. Ich denke nicht. Leider nein. Wahrscheinlich allein schon das Glas Whisky bist du schon bei den 12 Euro. Ja. Weniger saufen, mehr iRacing. Ich sag jetzt mal schneller. So teuer war der gar nicht. Ja, das sagen alle Menschen, die viel Geld ausgeben. So teuer war das gar nicht. Nee, also ich weiß, wo er ungefähr liegt, aber wenn du den in der Bar irgendwo bestellst, dann sagen wir mal, sind wir bei einem 4CL-Glas schon bei 12, sagen wir mal 10 Pfund. Ja, dafür ist die Flasche aber günstig. Die Flasche kostet unter 100. Da hast du aber noch Glück gehabt. Erzähl das ein Kasten, wenn ich dem tatsächlich einen Whisky verkaufen, darfst du ihm doch nicht sagen, was das jetzt kostet. Nein, natürlich. Irgendwo muss doch hier, hallo. VK ist ja eh immer ein bisschen höher als EK. Also ich brauche eine neue Grafikkarte. Ja, sofern du eine bekommst. Ich fühle mich gerade irgendwie überfahren. Genau. Sofern du eine bekommst. Lieferzeiten, weiß ich nicht, 3, 4, 5, 6 Monate. Ne? Irgendeiner braucht eine neue Grafikkarte. Ich habe dir schon gesagt, Markus, wenn du dir eine neue holst, nehme ich dir deine ab. Dein Whisky wirst bei mir aktuell nicht los, aber deine Grafikkarte, die nehme ich. Gar kein Thema. Benni, kauf doch einfach mal den Porsche. Fang doch damit mal an. Ja, mach mal. Nichts mit einer neuen Grafikkarte. Die macht dich jetzt auch nicht schneller. Na, Training macht dich schneller. Fahrt.
Wieso bin ich jetzt eigentlich hier? Alter, habe ich einen Zettel auf dem Rücken mit Dreht mich? Oder was ist los? Ich will dich einfach nur ein bisschen piesacken. Gleich kommt der Hund noch ins Bild und beißt dir einmal einen Arm rein und dann so mal. Ja. Der liegt da. Jawohl. Doch. Ja, passt auf. Auf die Klemmbausteine. Die Tausender, die du oben auf dem Regal stehen hast. Oh Mann. Oh, ja, ja, also, aber um das abzuschließen, also diese neue Geschichte mit Johnny's World, ich fand das ja am Anfang total witzig, da sagt er, naja, also wenn wir vielleicht 30.000 zusammenkriegen würden, das wäre ganz cool, 30.000 ist so die Benchmark für einen Container. Ich habe dann auch, ich weiß gar nicht, ist auch egal, was ich gespendet habe, war auch dreistellig und einfach nur, weil ich es aus solidarischen Gründen, weil ich das einfach asozial finde, dass man auch wieder einen Händler abmahnt, ne? Und jetzt waren irgendwie 500.000, ne? Also das ist schon... Also das ist hart. Das ist Wahnsinn, und wie sich das entwickelt hat, ja. Und das ist schon was. Also da muss, ich denke mal, jetzt ist auch vielleicht im Letzten aufgefallen, bei Lego, dass es vielleicht so nicht ganz geht. Absolut. Ich meine, dass das Internet auch existiert. Ich meine, das hat ja richtig wehgetan. Ja. Weil ich bin jetzt bei Bluebricks. Ich habe mich jetzt für, wie gesagt, ihr könnt alles benutzen. Xingbao, Kada, was auch immer, es ist alles da. Man muss ja heutzutage wirklich bei jedem Satz aufpassen, was man sagt. Ich habe mich jetzt für Bluebricks entschieden. Aber warum? Die Qualität der Steine ist gut. Sind doch dieselben Steine. Ja. Das sind doch exakt dieselben Steine. Der Steine hier, Thomas Prank, also sagt so, die kommen wahrscheinlich sogar aus der gleichen Fabrik. Das ist sogar wahrscheinlich die gleiche Marge. Nur das eine ist irgendwie so Ultra Deluxe, ja, also der Single Mold für 1500 Euro. Und das andere ist genau das gleiche Gesöff, kriegst du aber halt als Jack Daniels für ein 20 irgendwo. Warte mal, kann ich den hier irgendwie jetzt ganz schnell rausschütten? Das sind aber so gesagt. Nein. Zeig mir das, ich würde das mit dem Whisky wirklich gerne mal verstehen. Oh. Also wir dann brauchen wir ein Wochenende. Wir machen das wirklich so irgendwie, dass wir irgendwas organisieren wir für die Rallye Sulingen. Die Kamera wird dabei sein, da kommst du gar nicht drum herum. Die kommt mit. Irgendeine Kamera ist immer dabei, Handy ist da, irgendwas wird geflockt. Wolfgang, wo wohnst du eigentlich? Also so grobe Ecke. Schwarzwald. Deswegen Black Forest. Also wenn du eine Übernachtungsmöglichkeit brauchst, sagst Bescheid. Ne? Dann stelle ich dir hier ein Bett hin und dann fahren wir gemeinsam hier den beiden Kloppis da irgendwie zugucken von A nach B fahren. Und dann stehen wir beiden Kloppis mit der Fanbase. Genau. Die einzigen auf dem IVG-Gelände. Ja, das ist... Deswegen gucken wir extra, dass er quasi bei uns ihr Mannschaft oder als Service Crew, dann kommt er rein. Genau. Ja, bei uns, es war alles ruhig auf der Strecke, aber zwei so Idioten sind mit nacktem Oberkörper in die BP gesprungen. Und das schon beim Vorwagen. Genau. Die haben einen Tee hier, was ist denn los? Einfach ein bisschen Spaß haben. Mal komplett eskalieren, ja. Also, wer sich bis hierhin durchgehalten hat, jetzt machen wir tatsächlich, glaube ich, langsam Schluss, weil jetzt, glaube ich, nehmen es wirklich die Themen aus. Ja. Jetzt brauchen wir auch kein Motec mehr. Jetzt brauchen wir kein Motec mehr. Einfach fahren. Ich gucke mal, ob ich mich noch zu Rallye Polen hinreißen lasse, ein bisschen zu trainieren, aber ich... Also ich habe jetzt gleich im Anschluss noch iRacing-Training. Eigentlich habe ich gesagt, so um 21 Uhr bin ich da. Oh, ist jetzt nur anderthalb Stunden. Jetzt haben wir halt 11. Das ist normal unsere Zeit, wo wir gerade mal anfangen. Ach so. Okay. Du kannst ja sagen, du warst schon im Podcast, der Zeitverschiebung hatte. Oder genau. So, dann ist es nicht ganz so viel. Ist das irgendwie by the way die Titanic da irgendwie im Hintergrund? Das da, ja. Da ist ein Zeitungsartikel, die New York Times, der New York Times Titel am Tag danach quasi ist das. Aber frag mich nicht, das habe ich seit Jahrzehnten. Wann habe ich das gehabt? Mach da mal ein Brief von, das interessiert mich mal, was da damals drin stand. Also, da gab es ja noch ein Schwesternschiff, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin. Titania. So, genau. Ja, und jetzt ist die Olympik. Mit der ihr anfangt, jetzt könnt ihr unten anfangen mit Verschwörungstheorien, ob die Titanic untergegangen ist oder die Olympik. Nein, aber mich interessiert mal, was die damals quasi geschrieben haben. Das interessiert mich. Ja, kann ich dir mal schicken. Ich guck mal, ob ich es abfotografiert bekomme oder sowas, weil das ist arg klein. Aber gut. So. Dann, wie gesagt, lasst ein Like da, ein Abo und ein Zeug und genau, jetzt sind wir von Simracing zur Titanic gekommen und so weit. Gut, genau. Wobei, ihr habt ja damals den Stapellauf live miterlebt. Ich wollte gerade sagen, ich habe da damals das Tau in
in den Hafenbecken geworfen. Und Wolfgang stand oben mit der Kapitän. Ich glaube, das ist sogar Wolfgang, der da hinten auf dem Vogel ist. Ne? Einmal rasiert und keine Mütze mehr auf. Genau. Ja, genau. Genau. Oh mein Gott. Dann wünschen wir euch jetzt wünschen wir euch tatsächlich einen schönen Tag, Abend, Morgen, Resttag, Weihnachten, wann auch immer ihr dieses Video guckt. Keine Ahnung. Schöne Ostern noch. Danke, genau, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Und auch euch vielen Dank, dass ihr dabei wart und hoffentlich kriegt man die Saison euch nochmal her. Als kleine Zwischenstandsmeldung. Fall. Lieber nicht. Doch, auf jeden Fall. Also. Was hat ein Auge, zwei Daumen und ist dafür? So. Wir sehen uns. Ciao, also, ciao. Vielen Dank und macht's gut. Ciao. Ciao.